Das ist ein deutscher Volksempfänger oder genannt VE 301 von 1935 oder um die Zeit rum im Bakelitgehäuse. Und ja, ich hatte einen Artikel darüber gelesen, über den ersten Radio, natürlich auch problematischen Radio, man weiß ja warum. Auf jeden Fall interessantes Objekt historisch gesehen. Und die Technik hat mich auch interessiert, darum habe ich mir einen gekauft bei eBay. Und ja, habe ihn versucht anzustecken. Und die Wahlscheibe der Sender wieder gangbar zu machen hier unten. Allerdings kam da nur ein Brummen raus, auch trotz neuem Netzstecker. Naja, war da nicht viel zu machen. Vielleicht auch, weil Langwelle gar nicht mehr gibt. Nun ja, ich habe ein bisschen versucht, aber dann auch aufgegeben. Die Technik innen sieht so aus. Das sogenannte Chassis. Und da sieht man diese Röhrenbestückung. Und hier diesen Übernahmeknopf, wo dann die Drehung umgewandelt wird. Unten nach oben und dann entsprechend diesen Kondensator verdreht. Ja, Trafo und irgendwie so eine Abstandsspule, die hier unten den Abstand macht. Ja, ich konnte damit nicht sehr viel anfangen, aber ich dachte mir, ich werde das Gerät mal einem befreundeten Techniker geben, der das noch könnte. Und in der Zeit, weil ich auch nicht so große Hoffnung habe, dass das nochmal läuft, ja, ist die Idee dieses Radio mit einem modernen Radio innen auszustatten, aber mit der Grundvoraussetzung, dass diese drei Knöpfe unten auch ansteuerbar sind. Also Lautstärke, Senderwahl und Ein-Aus. Das ist die Idee. Mal gucken, ob es klappt. Gut, wenn man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, ein bisschen gemalt hat, folgende Idee. Es gibt moderne Radios, die eine Platine haben, in der entsprechend die drei Regler Senderwahl, On-Off bzw. An, FM, AM und Volumen von vorne ansteuerbar sind. Und nun ja, das Ganze muss dann so gebaut werden, dass die äußere Logik, das ist ja die Dimension, die vorgegeben ist, im Hintergrund genau auf die Platine trifft und hier die verlängerte Achse dieser Drehscheibe dann den Drehregler der Sender entsprechend verändern kann und hier entsprechend über einem Gestängelogik der Ein-Ausschalter FM-AM-Schalter zwei Stufen also regeln kann und natürlich die Lautstärke über Seilzug, meine Idee. Nicht so dramatisch, wenn man das Ganze von oben ansieht. Eine Stange geht dann durch auf die Platine und regelt die Sender. Und hier die Gestängelogik, hier die Seilzuglogik. Gut, so sollte es nun mal funktionieren. Dann habe ich jetzt erstmal was zu tun. Okay, dann knappe 200 Stunden später gibt es das neue, alte Radio, sozusagen Original und Fälschung. Was ist passiert? Also das Chassis wurde nachgebaut. Wichtig natürlich die drei Knöpfe mit den entsprechenden Abständen. Und ziemliches Gefrickel war dieser Senderübernahmeknopf von dem Schleifer unten auf die jetzt beleuchtete Drehscheibe. Aber es hat funktioniert und ja, dann schalten wir das Ding mal an. Also man sieht hier Gestängelogik. Stufe FM, hier wäre noch Stufe AM, die nicht viel reinbringt. Die Senderwahl funktioniert hier über das Drehgestänge. Und die Lautstärke über Seilzug. Ja, am Ende war es zwar keine Rocket Science, aber doch ziemlich viel Bastelei. Aber es funktioniert.
Das Ganze funktioniert auch schon mit dem entsprechenden verkabelten Lautsprecher der uralten Technik von 35 oder 38. Ja, da muss es im Grunde nur noch eingebaut werden. Das ist der letzte Schritt. Ist natürlich eine Kleinigkeit. Und da ist auch schon eingebaut. Fertig ist das Projekt. Das Ergebnis sieht ganz ordentlich aus und hat natürlich einen coolen Effekt durch dieses Licht. Erwartet man natürlich nicht, wenn man so ein altes Gerät sieht, dass das erstens funktioniert und B noch leuchtet. Ja, es gibt einen guten Effekt auf der Skala. Im Dunkeln sieht es auch sehr interessant aus, weil dann wirklich dieser kleine Dorn hier schwarz ist, der ganze Rest leuchtet, sieht ganz gut aus. Ja, Senderwahl, wie gesagt, funktioniert gut. AM funktioniert weniger gut. So viele Sende gibt es nun mal nicht. Volumen funktioniert auch über Seilzug. Ja, wie sieht das Ganze von hinten aus? Immer noch alt, dank altem Kabel oder nachgebautem altem Kabel. Man kann nur sagen, man braucht ein neues Kabel, da kann man nichts mehr retten. Und ja, ich habe mir Mühe gegeben, das Ganze alt ausschauen zu lassen. Es gibt sogar noch eine Antennenbuchse, die habe ich noch simuliert. Funktioniert auch als Verlängerung der internen Antenne und der Ein- und Ausschalter hier ein bisschen moderner als kleines Zugeständnis. Ja, es klimmt noch ein bisschen raus, wie damals die Röhren geglimmt haben. Ja, so kann ein altes Radio jedenfalls wieder zum Leben erwecken. Und es war ein interessantes Projekt. Und ja, nicht wichtig, dass es ein Volksempfänger ist, denn da ist negativ behaftet, logischerweise. Aber es ist immerhin ein altes Radio, das jetzt wieder funktioniert. Mich würde interessieren, wie das die Leute so finden. Na dann, Projekt beendet.